Liebe Vorarlbergerinnen und Vorarlberger, am kommenden Sonntag finden Gemeindewahlen in unserem Land statt. Das ist wichtig, weil Sie darüber entscheiden, wie es politisch in den Gemeinden und Gemeindevertretungen dieses Landes weitergeht. In 96 Gemeinden wird gewählt. Für das Land Vorarlberg ist das auch entscheidend, weil die Kooperation zwischen Land und Gemeinden eine ganz wichtige ist. Und deswegen sind wir auch interessiert daran, dass erstens eine hohe Wahlbeteiligung entstehen kann und zum Zweiten, dass auch für gute Verhältnisse in den Gemeinden gesorgt wird. Gerade in der letzten Zeit, Corona-Zeit, also in schwieriger Phase dieses Landes, war es auch von großer Bedeutung, dass wir handlungsfähige Bürgermeisterinnen und Bürgermeister haben, Gemeindevertretungen, die auch das Heft vor Ort in die Hand nehmen und das Krisenmanagement mit dem Land gemeinsam bewältigen. Ich habe gute Erfahrungen gemacht mit guten Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, die in der Sache hingestanden sind und da gerade in den letzten Monaten auch intensive Arbeit vor Ort geleistet haben. Ich bitte Sie daher, am kommenden Sonntag hinzugehen. Das ist meine erste und wesentliche Bitte, das Wahlrecht in Anspruch zu nehmen, ist etwas ganz Wichtiges und Entscheidendes. Machen Sie das bitte. Und zum Zweiten, wir haben uns ja auch bemüht, ein Schutzkonzept zu erstellen für die Gemeindewahlen, das es Ihnen ermöglicht, möglichst sicher wählen zu gehen. Und das Entscheidende wird sein, dass Sie eine eigene Schutzmaske mitnehmen. Der Rest wird vor Ort organisiert sein. Wir bemühen uns darum, dass das im Wahllokal, auch im Wahlvorgang selber, auch gut und sicher abgewickelt werden kann. Sie müssen sich daher nicht fürchten, sondern nehmen Sie eine Schutzmaske mit und gehen Sie am kommenden Sonntag hin.